Also nochmal, moin ihr Pilger da draußen. Wir befinden uns zurück in Ghost Recon Wildlands. Wir sind hier in Bakrus und wir haben gesagt beim letzten Mal, wir wollen hier die Kingslayer Datei holen, die Waffenkiste und uns an dem Sikari nochmal versuchen. Das werden wir jetzt auch tun. Also markiere ich mir zuerst die Kingslayer Datei, wo wir auch hinwollen. Wir gehen diesmal zu Fuß. Und starten auch schon. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir nicht drauf gehen. Und möge sich doch das Geruckel in Grenzen halten, weil das geht mir nämlich echt tierisch auf die Cojones. So, vorerst brauchen wir keinen Hubschrauber, die Uhrzeit passt auch. Letztes Mal hat uns ja Sam Fisher die ganze Zeit genervt. Da fängt schon wieder an mit dem Geruckel. Das ist unglaublich. Hab's ja schon mal gesagt, das Spiel erfährt keine Pflege mehr. Deswegen... Oder kriegt keine Updates mehr. Deswegen hat man das Geruckel drin. Ne? Wo? Ich sehe ein paar Kartellleute. Da, neben dem Nahrungscontainer. Okay. Drohne fliegt. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Geh auf neue Position. Okay, Ziel markiert. Ziel erfasst. Kann loslegen. Rem, de bam, bam. Tango ist eröffne Feuer. Okay. Auf dieser Seite ist alles klar. Auf jeden Fall haben die Knaben da unten ein Radarstörgerät drin. Eine Tinnitus-Tröte. Und jede Menge Unidats. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger agieren. Am Feuer wird gefeiert, als ob das Kartell schon weg wäre. Also ich feiere erst, wenn wir in Fayetteville sind, mit einem Black and Tan im Sharkies. Es gibt Alarm. Ich stehe ein bisschen weiter vor. Sonst sieht mir das Blinken so schlecht. Da hat wohl jemand richtig Spaß. Da ist es. Und da ist es auch wieder. Und natürlich haben wir auch keinen Schalldämpfer. Aber ist egal, wir sind weit genug weg. Die haben es nicht mitgekriegt. So, die Kingslayer-Datei. Das Dokument liegt auf jeden Fall in dem Scharfschützenturm. Und da müssen wir zuerst in die Basis rein. Der ist schon mal weg. Die Tröte ist Gott sei Dank mal aus. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Jetzt nicht mehr? Ja gut. Sieht gut aus, kommt. Ist bloß die Frage, ob wir gleich hier oben reingehen. Oder ob wir ein Stückchen weiter vorne reingehen. Können wir das noch machen? Habe ich mir gedacht. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Dann. Hab einen Unidad-Soldaten. Beim Helipad. Da. Gehen wir doch gleich hier rein. Nicht hier rein, ich meine hier rum. Außenrum.
Könnte natürlich auch sein, dass da einer drin ist, ne? Scharfschütze im Turm. War sowas von klar. Aber wir haben hier ja auch noch einen Scharfschützenturm. Haben die jetzt gar nicht aufgeklärt oder was? Oh Mann, da. Yo, sehe einen Soldaten. Da drüben, bei der Kiste mit den Funkgeräten. Dann machen wir es halt oldschool. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Drittes Ziel. Ich glaube, Sie haben Ihren Kollegen gefunden. Siguen por aquí los americanos. Oh, es ist ja grausam, ist es. Scharfschütze, runter mit dir. Ich greife an. Es ist natürlich scheiße. Wo kam der denn? Flippt denn auf einmal her? Wir hauen einfach ab nach hinten. Wir brauchen auf jeden Fall ein sicheres Plätzchen. Ist da noch mal einer im Scharfschützenturm drin? Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. So, hier kommen unsere Feindpositionen. Ist nur der eine da? Der ist tatsächlich... Da unten drin. Feind markiert.
unidades. Comiencen el ataque. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. Unglaublich ist es. Seitdem man hier den Ding rausgepatcht hat, den Predator, ist manche Sachen einfach unmöglich. Unidades han alcanzado la última posición conocida del enemigo. Ningún contacto en el reporte. Comenzando búsqueda en la zona. Also, dass keine Drohne nicht steigen lassen kannst. Okay, gut, dann. Markiere Feind. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Roger, ich sehe das Ziel. Verstanden, unterwegs. Bin schussbereit. Ziel eliminiert. Einen Tango. El reporte indica que no hay signos del enemigo. Todas las unidades pueden retirar. Okay, eso está alles gut. Dann soll sie abhauen. Shit, das kann jetzt schon wieder eine Leiche gefunden, du. Achso, da kannst du wieder nicht durch Büsche und so durchschießen. Es ist ja grausam, ist das. Verstanden, unterwegs. Lass mich in Position gehen. Roger, Ziel erfasst. Das Ziel ist weg. Comenzando una nueva búsqueda. Por aquí están los gringos. Greife Tangos an. Ja, zumindest ist der schon mal weg. Sehr gut. Will ja eigentlich bloß dann hier schnell das Zeug holen. Früher hat man sich da nicht so lange aufgehalten an dieser Basis. Da schaut mal hier, wo die hey, mit dem Auto hingefahren sind. Am Eingang zum Lager. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ich habe das Ziel. Okay, gut. Gehen wir schnell mal da rein. Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden.
Position. Ich brauche eine bessere Position. Geh auf neue Position. Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Ich lege an. Ein Drecksack weniger. Himmel, Arsch, und kann ich denn da nicht weiter? Nee. Grausam, das ist echt grausam, du. Dass das Spiel keine Pflege mehr erfährt. Ich wette, der kommt jetzt hier rein. Feuer hat mal. Oh Mann, die sind ja wieder vollkommen weit außerhalb. Bereit? Feuer frei. Claro. Tango getroffen. Die Ziele sind verdammt rar hier. Das mag schon durchaus sein. Okay. Dann lass uns da hier mal Munition nachholen. Diese Seite ist sauber. Da frage ich mich ja bloß dann, wie das gewesen wäre, wenn man... Wenn wir die Sam Fisher Mission gemacht hätten, da war es wahrscheinlich nichts zum Lachen. Grünzeug noch mitnehmen. Alles sauber hier. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Kommst du ja so vor, als wie wenn es im Tiermodus schon wärst. Auf jeden Fall sind wir schon mal ein bisschen weiter als wie letztes Mal. Hoffentlich haben die unser schönes Loch in den Zaun reingefahren. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Okay, bin unterwegs. Hab das Ziel. Suche eine gute Position. Verstanden, unterwegs. Ziele fast. Bin bereit. Bereit für den Angriff. Umgelegt. Heißt das, wir könnten rein theoretisch da reingehen?
Hab einen Unidad-Soldaten. Die Brücke. Ja, sonst schläft denn der da? Doch gar nicht Nacht. Geh in Position. Okay, Ziel markiert. Brauche neue Position. Sekunde, geh in Position. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Tango getötet. Warte, die sehen dich. Ja, momentan sieht mich keiner. Guck mal, schau, wo hier das Grünzeug ist. Ach, da. Einsamer kleiner Soldat. Ich sehe niemanden. Auf der Brücke. Hier ist eine Waffenkiste. Das wollte ich schon immer. So, spiele ich zwar so und so nicht, aber es geht ums Prinzip. Jetzt hat er noch den Lahm legen. Und dann machen wir einen Abgang. Nehmen wir doch gleich den Kleinen, der bietet sich an. So, dann schauen wir mal. In Chicario haben wir gesagt, wollen wir als nächstes machen. Da fliegen wir wieder hier an die besagte Stelle. So, grob in die Richtung. Da haben wir genau das, was wir wollten. Ja, das Spiel, das würde schon Spaß machen, wenn es eben tatsächlich noch mit Updates versorgt werden würde. Oder mit Patches. Oh, wir sind eigentlich schon da. Letztes Mal können wir uns ja daran erinnern, waren davor welche gestanden. Die, wo die Lage etwas erschwert haben. Jetzt könnte das vielleicht für uns. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Vorteil auf sein. Die Kippe, wo sonst? Die Drohne ist keine anderen da vorne draußen stehen. Da ist noch ein Tango. Und das macht reich. Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Noch einen. Bin bereit. Ich schieße auf die Ärsche. War klar, okay. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Die
wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Aufpassen. Viele Santa Blanca-Leute. Vielleicht macht er irgendwann einen Fehler. Neue Sicarios in der Stadt. Und jeder, der zu Santa Blanca hält, ist so gut wie tot. Sag deinen Freunden, sie werden uns erst sehen, wenn es zu spät ist. Okay, da claro pues. Mach ich. Mach ich. Meinst du, die Botschaft kommt an? Ich wette, der hat sich eingepisst. Seine eigenen Leute werden ihn auslachen. Wie werden erst die Rebellen reagieren? Wir müssen auf jeden Fall hier weg. Kumpas, das bolivianische Volk zeigt viel mehr Unterstützung für die Rebellenkräfte. Einige meiner Männer kamen in ein Dorf und wurden mit Blumen und Cervezas begrüßt. Klingt gut, Park. Der Kampf bedeutet nichts, wenn die Leute nicht hinter uns stehen. Ich hätte nicht an euch zweifeln sollen. Seit ihr hier seid, hat unser Kampf Fahrt aufgenommen. Muchas gracias. Buenas, amigo. Hier ist euer Heli. Ja, danke. Okay, alles klar. Tschüss. So, ein Video ist am Start. Wenn Sie keine Narcocorridos hören, sind Sie eine Pussy und von meiner Liste. Narcocorrido ist der Gangster-Rap des 21. Jahrhunderts. Harte Worte,
zensierte Musik und der Swagger ist die Show. Dieser sexy Motherfucker ist El Chido und der weitaus beste Corrido-Künstler der Welt. Seine Verkäufe heimsen jährlich Millionen Dollar ein. Stünde er Santa Blanca nicht so nahe, wollte ich ein Kind von ihm. Dieser charmante Macho schreibt und singt die Corridos, die die Geschichten von Santa Blancas Buchones von Bolivien bis nach Culiacán erzählen. El Chido, echter Name Marcelo Rios, ist kein schlechter Kerl. Er singt nur so. Außerdem ist der Dicke mit den Gangstern von Santa Blanca. Santa Muerte, die Kirche des Kartells, fördert Öffentlichkeitsarbeit und ein Konzert in Malca. El Chido soll die Moral aufpeppen und Santa Blancas Wort verbreiten. Das ist die Gelegenheit, einen Outsider mit Insiderwissen zu schnappen, der alles zu verlieren hat. Wenn wir El Chido tatsächlich auf seine Kumpel ansetzen, singen die Gerichte der gesamten westlichen Hemisphäre und sein Loblied. Schnappen Sie ihn, aber seien Sie nett. Und lassen Sie die hübsche Visage ganz. Dem Body glaube ich auch, dass Baumensch schwach wird. So. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir hier sind. Wir sind... Oh, bietet sich an. Bleiben wir doch gleich da. Malca. Alles klar. Würde ich doch sagen, wir fangen hier an. Fliegen dahin. Feinde, passt auf. Früher oder später müssen wir sowieso noch mal daher. Es gibt Alarm. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Du fliegst auf, bleib zurück. Markiere Gegner. Steht damit Einheimisch. Geh in Position. Grausam, du. Ich gehe in Position. Greife an. Na, was für eine Sauerei. So, und im Haus ist zum Glück diesmal keiner drin. Alte Schule, so wie das ausschaut. Oder ist sogar jemand? Alter Verwalter. Hey Kardinal, viele Menschen in meiner Provinz vernehmen das Wort von Santissimo Muerte nicht. Sie haben eigene Götter, bolivianische Götter. Pachamama, El Tio. Du bist neu im Priesteramt. Aber sicher hast du selbst als Laie die Macht der Knochendame erfahren. Claro, Baro, wie überzeuge ich die Bolivianer davon? Versuch nicht, andere zu überzeugen. Ich sehe eine montierte Waffe. Ich sehe ein zweites Ziel. Noch ein dritter. Wir drucken keine Zeitungen wie den Wachtum. Es braucht nur eine einzige geheilte Person. Ein einziges Wunder. Solange es von Santa Murphy ausgeht. Wird die Gemeinde zu dir kommen. Was soll das andere Dokument? Ist nicht da unten drin? Aufgabe, sicherzustellen, dass ein Unidad Vogel aufpasst, ihr Leutnant flieht. Auch wenn sie vielleicht zerkleinern. Leutnant ist mir egal. Kommen die Menschen zu Santissima Muerte und deine Gemeinde wird in neuer Größe erstrahlen. Scharfschütze zieht auf uns. Alle
nehme die Fenner unter Feuer. Feuer eröffnen. Verstanden. Leonidas steckt ihre Nase auch in das Arschloch. Wir haben Verluste. Mann am Boden, Mann am Boden. Verluste, reißt euch zusammen, wir haben Verluste. Beim Reifenstapel. Achtung! Das hat aber gedauert. Meine Fresse, das kann alles nicht wahr sein, du. Meine Güte, du. Noch einer. Vielen Dank. Oh, mal weg hier, du Echte. Das wird mir jetzt zu blöde. Das war eigentlich so nicht geplant, ne? Oh. Du kannst das Spiel nicht mehr vernünftig spielen. Das liegt wieder oben. Ja, wo ist es denn? Ziel mit Maschinenpistole. Setze Drohne ein. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Halt durch, ich komme zu dir. Da unten ist einer. Ergeben.
Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Verstanden. Hab ihn. Gut. Feuer. Okay. Ziel eliminiert. Denn wenn wir später hierher, brauchen wir das Dokument nicht mehr mitnehmen. Oh. Gut, was brauchen wir hier noch? Dann gibt es hier ein Infolager, nehmen wir gleich mit. Und das da hinten ist auch noch ein Infolager. Oder? Genau. Okay, die Luft ist rein. Oh, bitte lauf halt einfach. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Hola, amigo. Irgendwas über das Kartell gehört? Gracias. Viel Glück. Tolle Informationen. Vor allem so lautstark. Okay, alles sauber. Hey, ¿qué pasa? Wir müssten da rauf, ne? Oh, was machen wir denn als nächstes? Ich denke, das hier ist nicht allzu weit, aber mal schnell darauf gehen. Ich denke, da könnten wir auch zu Fuß laufen. Es wäre die Richtung 635 Meter. Thank you.
Und Grünzeug brauchen wir wie immer. Jede Menge. Obwohl, wofür eigentlich? Wir rüsten noch eh nichts mehr aus. Oben. Ja, was man hat, hat man. Gut, dann diese Richtung. Aha, alles klar, das sind sowieso nur ein paar Fretzdotten. Das machen wir doch mit links. Das ist zu weit weg. Das schaffe ich nicht. Haben wir nicht noch eins, was in der Nähe? Nee. Dann wählen wir das wieder ab. Hey, wir haben einen Narko. Dicht bei dem Heli. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hab noch einen Test. Gehe Position. Ich brauche eine bessere Position. Okay, gehe auf meine Position. Ziel erfasst. Kann loslegen. Umgelegt. Oh, einer müsste dann, glaube ich, noch drinnen sein. Da habe ich den Dark hinten. Ne. Markieren Hauptmann. Ein Kinderspiel. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie irgendeinem harten Hund verleihen wollen. Ich höre gerade, dass sich Alcidos Agent mit Santa Blanca-Leuten trifft. Es wird kein Ort genannt, aber... Moment. Wir haben die Adresse des Hotels, wo der Assistent des Agenten für eine Nacht eingecheckt hat. Assistent des Agenten? Diese Showbiz-Typen reisen gerne mit Entourage. Das macht sie wichtig. Egal. Finden wir den Assistenten. Vielleicht führt er uns zu seinem Boss. Ja, der Todestango. Da, ihr. Lass euch das an. Klasse. Gibt schon die merkwürdigsten Sachen in dem Spiel, da. Was ist das? Informationslager? Schnell da näher. Ja, das nehmen wir doch gleich noch mit. Wie weit ist denn das weg? 580 Meter, ja, da werden wir mal einen Schrauber einschweben. Denn da steht schon einer. Ich fliege. Wir können los. Hier könnten Informationen sein.
Das ist ein Betankungsplan für einen Versorgungsflug. Jetzt braucht man bloß noch eins, und zwar, holen wir uns zuerst die Dokumente unten, holen uns das Informationslager, dann haben wir soweit alles und dann war's das für die Folge. Genau, so machen wir das. Kürze startet ein Transportflugzeug von einer Piste in der Nähe. Wir könnten das Flugzeug selbst nehmen, bis zu einem Flugplatz fliegen und den Rebellen übergeben. Gut für die, gut für uns, schlecht fürs Kartell. Wir haben den Standort eines Care-Pakets. Sehen wir mal nach, ob es noch da ist. Oh, da haben wir alles aufgeklärt. So, und unser nächstes Ziel ist ja dann da oben. Da poppt man es gleich hin. So, in der nächsten Folge werden wir dann, was haben wir da hinten? Ganz da hinten wäre ein Story, Einsatz der Agent. Ich denke, wir werden zuerst mit dem Story-Einsatz diesmal beginnen. Dazu werden wir dann darüber hinfliegen, Fertigkeitenpunkt, Agent machen. Fertigkeitenpunkt, Waffenkiste, Waffenkiste und so weiter und so fort. Bis wir dann wieder ganz herum sind. So machen wir das, genau. So, dann würde ich sagen, einstweilen war es das für diesen Teil. Wir sehen uns im nächsten Teil, wenn es wieder heißt, es ist Wildlands-Zeit. So, bis dahin, sage ich Servus. Ciao, ciao.